Ellermanns Welt wird präsentiert von meineloge.de. Herzlich willkommen vor Ihrem Farbfernsehgerät. Wir beide sehen nicht nur so frisch aus, sondern Sie haben die richtige Farbe gewählt. Wir sind in der Leisthalle im kleinen Saal heute und Ellermanns Welt hat heute die Welt der Gospelstars dabei. Da darf er natürlich nicht fehlen, ein alter Weggefährte und Freund von mir, Ernest Knitten, ich freue mich. Ich freue mich auch, Andreas. Hi. Du bist schon zum dritten Mal heute hier dabei und wirst sicherlich nicht das letzte Mal dabei sein. Heute Big Mama and the Golden Six. Fancy ist dabei. Also richtig heute große Besetzung und du präsentierst auch Lieder. Was machst du gerade aktuell, ganz kurz? Ja, allgemein mache ich gerade 5 Hörbücher, die ich fertig gemacht habe. Und es geht ja um eine Reise mit dem Fahrrad nach Australien von einer Frau, die 76 Jahre alt ist. Hermine Stamparabi heißt sie. Und da habe ich dann Songs komponiert, extra für diese Bücher und die sind so toll, also da muss man doch reinhören. Aber was ganz anderes, heute Abend bist natürlich wieder mit deinen Gospel-Songs dabei, auch wie bei vielen Jazz-Programmen, wo wir dich erlebt haben. Ich sag Dankeschön und mach das wie Rudi Carrell. Dankeschön, Ernest Knitten, bis zum nächsten Mal und hier ist Ihr Auftritt. Hey! By the rivers of Babylon, yeah, where we sat down. Hey, hey, we wept, where we remember Zion. Oh yeah, by the rivers of Babylon, yeah, where we sat down. Hey, hey, we wept, where we remember Zion. Carry us away, firing from us a song. Now how shall we sing a Lord song in our strange land? Yeah. Carry us away, captivity. We firing from us a song. Now how shall we sing a Lord song in our strange land? Oh yeah, la la la, yeah. Oh la, yeah. Let the words of our mouth and the meditation of our hearts be acceptable in the sight here tonight. Now let the words of our mouths and the meditation of our hearts be acceptable in thy sight here tonight. Ein super Gospel-Konzert heute und eine Gospel-Lady habe ich hier, Fancy. Ich freue mich ganz besonders. Was erwarten die Zuschauer? Welche Titel hast du heute Abend dargeboten? Ich habe ein paar, also bekannte Titel dabei im Medley. Dann habe ich ein typisch amerikanisches Gospel-Lied dabei. Also das singt man im Allgemeinen in Amerika, in den Kirchen. So Mitmachtitel, wo dann alle aufstehen und raise your hands in the air und mit Party machen dürfen. Und ja, alles ist erlaubt, nichts muss. Aber wäre toll, wenn dann nachher richtig der Saal tobt. Ein bisschen siehst du ja auch aus wie die junge Tina Turner, das muss man sagen. Bist ja gerade erst 25 Jahre jung geworden. Und du singst auch so. Komm, für unsere Fernsehzuschauer auf Hamburg 1 jetzt exklusiv. Wir haben es nicht abgesprochen, macht gar nichts. Tina Turner live, komm. Und die Haare darfst du auch schminken. Darf ich auch? Okay. All the men come in these places, all the men are all the same. Super, super, super. Sie lebt ja auch im Norden hier. Und das Schöne ist heute nicht nur Ernest Knitten auf der Bühne, Big Mama and the Golden Six. Also richtig was Tolles. Wir haben auch einen vollen Saal hier. Und du hast ja auch in einem Gospelchor gesungen. Erzähl ganz kurz. Ja, in einem Gospelchor habe ich gesungen, das ist schon ewig lange her, 2001 bis 2007, 2008. Und dann fing ich an, alleine auf Tour zu gehen mit meinem Gospel jetzt selber. Ja. Das war schon war ein gemischter Chor, war sehr schön. Ich war da mehr so die Whoopi Goldberg vorne weg, die dann so ein bisschen für Show sorgte, damit der Chor das Lächeln nicht verliert und die Zuschauer natürlich auch ein bisschen Party hatten. War schon schön.
War toll, klasse. Dann freuen wir uns ganz besonders gleich wieder mal auf der Bühne, denn jetzt haben wir einen Titel von dir aufgezeichnet und den präsentieren wir eben noch bei uns in der Garderobe und schon auf der Bühne. Come on. Dankeschön. You can stand up and raise your arms in the air if you want to. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Die Musik einmal hier bitte. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah. For who you are, yeah, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you. For who you are, and you are good. Okay, wer Lust hat, steht einfach mal mit auf, klatscht in die Hände, kommt Leute. Wir machen mal eine Party. Traut sich keiner. Oh, guck mal, die ersten Freiwillige. Super! Klasse! Lord, you are good and your mercy endureth forever. Sehr schön! Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. We worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you. Who you are. And you are good. Yes, you are. Yes, you are. Yes, you are. So good, so good. Yes, you are. Yes, you are. Yes, you are. Oh, hallo, hallo, hallo. Geh mal eben kurz hin, Big Mama ist hier. Entschuldigung, ich muss mal eben kurz stören. In eurer Garderobe, ihr seid an der Absprache. Guten Abend. Guten Abend. Big Mama, ich grüße dich ganz herzlich. Guten Abend. Guten Abend, Lady. Guten Abend, meine Herren. Letztes Jahr wart ihr auch schon hier in der Leisthalle, genau. Wir freuen uns. Big Mama, ihr seid gerade ein bisschen am Absprechen, was ihr heute Abend präsentiert, dem Publikum. Was werden wir heute Schönes von euch hören? Also gerade habe ich von dir erfahren, dass wir Happy Day, weil das Motto des Konzertes ist. Das machen wir auch im ersten Teil und auch im zweiten Teil. Ja, sonst sind ganz klassische Gospels wie People Get Ready, Out of the Rain, Memphis, Higher und so weiter. Das soll auch eine Überraschung sein. Ja, und wir freuen uns wieder hier zu sein. Wir arbeiten ganz bequem zusammen mit dir und ich hoffe, das bleibt auch so in Zukunft. Das hoffen wir auch. Wie lange machst du das schon, Big Mama? Wie lange bist du auf den Brettern, die Welt bedeuten? Fast 45 Jahre. Also mit einem Jahr ist sie angefangen und da hast du dich sehr, sehr gut gehalten, nicht? Genau, ich bin 65, also kann ich das sagen, dass ich mit 20 schon in meinem Land ein Star war. Und wenn wir jetzt fragen dürfen, aus welchem europäischen Land kommst du denn? Ich weiß ja, du kommst aus Europa. Ja, ich komme aus Rumänien. Sehr schön. Und sicherlich aus der Hauptstadt, nicht? Ja, aus Bukarest. Hallo, ich bin Patrick. Mein Name ist Patrick. Und morgen singe mit Big Mama. Mein Name ist Joe Burke. Ray Watting. Hallo, I'm Deborah and I'm also with Big Mama. Und Klaus Hinatsch, Piano Player. Wir haben angefangen mit diesem Chor 94. Die Ältesten hier sind Joe Burke, meine Person und Klaus Hinatsch. Und dann kamen die anderen, die schon auch seit fast 15 Jahren hier sind. Was ich aber sagen wollte und was sehr wichtig ist, wir kommen alle aus verschiedenen Ländern, außer Klaus, der aus Deutschland kommt.
wir haben Debbie aus Los Angeles, wir haben Patrick aus Nigeria und wir haben Ray aus Ghana und Joe Berg, da wohin ich gerne fahren und fliegen würde, Trinidad Tobago. Also, wie Sie sehen, wir sind aus verschiedenen Ecken dieser Welt und trotzdem verstehen wir uns seit so vielen Jahren und wir sind wie eine Familie. Und deshalb freuen wir uns ganz besonders auch für Sie, liebe Fernsehzuschauer, und sagen viel Spaß mit Big Mama and the Golden Six, unser Motto, Oh Happy Day. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. When Jesus was. Präsentiert von meineloge.de